Hallo Leute, Buxisch wieder hier und ich bin's euer Ümit. Ja, es konnte jetzt mit diesem Let's Play über Minecraft nicht funktionieren. Deswegen mache ich jetzt manchmal Tutorials in dieser freien Welt. Das ist schon ein bisschen. Ja, und so hat das ein bisschen ruckelt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diesen Mann, diesen Golem machen könnt. Der aus totalem Eisen besteht. Ich will auch so Ding machen, so Fight. Ich werde ein paar Bewohner machen und danach gegen die anhetzen. Da seht ihr, braucht sehr viel Leben. Er kann als euer Beschützer gelten. Also er kann den Monster euch angreifen, kann euch beschützen. Und dann will ich euch zeigen, wie ihr diesen scheiß Schneemann macht. Er wirft Schneebälle. Ja, kommen wir jetzt erstmal zu diesem Schneemann. Das ist, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach Schnee nehmen, also diese vier Schneebälle. Also diese Bälle, und dann müsst ihr sie in diesen Kreis tun, aus Tische wird dann eins von denen da. Ihr müsst aber zwei machen. Wir brauchen noch einen Kürbis. Ja. Na, ist schon der Mann, dann ist er schon erstanden. Ja. Jetzt einfach der Schneebälle, wenn keine da sind. Kann ich mal zeigen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auf die werft, aber versuchen wir mal. Und ja, der wirft. Er attackiert sie damit. Tut ja nicht weh. Ja. Kommen wir zum nächsten. Und heute ist ein Riesen-Golem. Und dafür brauchen wir auch den Kürbis und Eisenblöcke. Wenn ich weiß, wie man Eisenblöcke erschafft, dafür braucht man für einen Eisenblock so ein. Braucht man 9 Eisenbahnen. Und dann macht man es einfach alles in diese 9er Riste bei dieser Blockfisch, also Werkzeug machen wir jetzt aber alle Felder rein, dann guckt man so einen Eisenblock. Ja, und dafür braucht man jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 4 Stück. So 1, 2, 3, 4. Und dann, ja, da ist er, euer Golem. Wenn man ihn tötet, bekommt man nicht mehr als 5 Stück, also 5 Eisen. Aber voll tough, dieser Kerl. Soll auch sein für 4 Eisenblöcke. Ja. Das war's eigentlich jetzt schon. Das war ein relativ kurzes Tutorial. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Abonniert es, teilt. Liked es. Teilt es auf Facebook und so weiter. Und schaut fleißig in die. Und schreibt in die Kommentare, wenn mal was für alles neue Tutorials machen soll. Ich würde mich herzlich freuen, wenn ihr schreiben würdet. Gott, ich war Ümit von Buxisch. Das ist Minecraft. Die Welt. Das war ein Golem und ein Schneemann. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also kein Pause, scheiß drauf. Ich mal diese Fische an. Hm? Bam, 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 bam. Selbst nur ich das davon gemacht. Und guck mal, wie die springen. Und man sieht, sie verkleinern die sich auch. Ja. Lass wir die mal da frei leben. Gut. Und danach mache ich kurz wieder eine Pause. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt ein Funcast. Ich habe hier ein paar Lohen gemacht. Oh, hier habe ich 2 Golems gemacht und werden jetzt den Fight zwischen denen sehen. Bam. Na klar, sieht dann die Kohle und so, aber ich mach mal ein bisschen mehr. Ist doch nichts für die. Damit das Video nicht so kurz wird und so. Okay.
muss auch so lange, bis die Golems versorgen. Die sind sehr stark. Das war awesome. Denn wir sind ja klare Beschützer. Ihr könnt im Haus bewahren, danach können sie töten sie jeden, der in eure Nähe kommt. Oder halt in ihre Nähe. Und greifen euch nicht an. Einer von denen ist ja schon tot. Weigling! Okay, das wäre jetzt der Fernkampf zwischen den Lohen. Okay, das war jetzt der Fernkampf zwischen den Lohen und den guten alten Golems, die euch beschützen. Das war jetzt mein Tutorial und ein Fernkampf. Ich bin euer Emmy vom Boxisch und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen und tschüssi, die Schwulen ist sogar, yeah!